Austria und Rapid liefern sich bei einer Top-Atmosphäre in der Generali Arena ein umkämpftes, 336. großes Wiener Derby. Es geht um nicht weniger als Platz 3 in der Bundesliga. Die Anfangsphase ist zerfahren und bringt Schockmomente auf beiden Seiten. Zunächst muss Stojkovic nach diesem harten Aufprall schon früh ausgewechselt werden. Schick kommt anstelle des Montenegriners. Und auf der anderen Seite liegt dann Djuricin am Boden, nachdem er von Gartler getroffen wird. Die Szene zuvor bereits abgepfiffen. Djuricin kann zunächst weitermachen, muss aber nach einer guten halben Stunde runter. Für ihn kommt Ohio. Nach einer knappen Viertelstunde zeigt die anfangs konkretere Austria ein erstes spielerisches Highlight. Via Braunöder und Djuricin kommt der Ball zu Jukic. Der Abschluss des Flügelspielers der Violetten fällt aber zu schwach aus. Kein Problem für Gartler, der nach 3 Monaten erstmals wieder das Tor bei Rapid hütet. Die nächste Aktion der Veilchen dann in Minute 25. Suttner für ihn und Grünwald. Das letzte Derby der Karriere mit der Freistoßflanke auf Djuricin. Die Kugel verfehlt das Tor aber deutlich. Rapid bringt sich in Hälfte 1 immer wieder selbst durch leichte Ballverluste im Bedrängnis. Aiwu nicht mit dem ersten Fehler beim Rausspielen. Aber wieder kann die Austria in der Folge kein Kapital daraus schlagen. Grünwald mit viel Platz, aber sein Schuss aus der Drehung fällt zu zentral aus. In der Folge stabilisiert sich Rapid und die Grünen profitieren dann von diesem Fehler von Demarco. Aiwu gewinnt energisch den Ball, schickt Arase und dessen präzise Hereingabe bringt Zimmermann im Tor unter. 1:0 für Rapid in Minute 37. Diesmal Aiwu als Sechser aufgeboten, hellwach, er initiiert die Szene. Arase nach langer Verletzungspause mit Speed und Übersicht. Zimmermann löst sich im Zentrum und bringt die Gäste mit seinem 5. Saisontor in Front. Den Jubel vor den Austria-Fans bewertet Schiedsrichter Jäger als zu exzessiv. Es gibt Gelb für den grün-weißen Senkrechtstarter und das sollte später noch Folgen haben. Mit der Führung im Rücken agieren die Grün-Weißen sofort selbstsicherer. Vor der Pause noch eine weitere gute Möglichkeit. Grüll versucht es aus knapp 20 Metern. Zur Pause wechselt Manfred Schmidt offensiv, bringt Kelesch anstelle von Demarco. Die erste Chance nach dem Seitenwechsel gehört aber noch. Grün-Weiß, Hofmann auf Knasmüllner. Penz kommt entschlossen raus, irritiert damit den Rapidler. Beim Abschluss noch entscheidend. Wenig später dann erstmals Kelesch im Fokus. Nach dem geblockten Schuss von Fischer sorgt seine Hereingabe für Konfusion im 16er und auch Reklamationen. Moormann ist mit der Hand am Ball dran. Für Schiedsrichter Jäger ist das aber nachvollziehbarerweise kein strafbares Handspiel. Wenig später dann gleich noch einmal Jäger im Blickpunkt, denn nach diesem ungestümen Einsteigen von Zimmermann gegen Braunöder zeigt der Referee dem Torschützen der Rapidler gelb-rot. Absolut unnötiges Foul von Zimmermann in dieser Feldzone. Der Rapidler hatte eben schon gelb, ab Minute 58 die Gäste in Unterzahl. Und die Austria erhöht sofort die Schlagzahl. Fischer mit einer herrlichen Flanke in den Laufweg von Ohio, der umkurvt Gartler, setzt den Ball aber dann neben das Tor. Die Austria schnuppert mehrfach am 1:1. Wieder ist Kelesch an einer gefährlichen Offensivaktion beteiligt. Gartler kann den sehenswerten Schuss des Jokers gerade noch über die Latte lenken. Die Austria in dieser Drangphase mit mehreren Möglichkeiten. Vielleicht die beste durch Jukic. Ljubicic wirft sich in den Schuss und kann den Ball noch irgendwie am Tor vorbeilenken. Rapid stemmt sich mit allem, was man hat gegen den Ausgleich, aber die Kräfte schwinden und in Minute 81 ist es dann soweit mit dem 1:1 für die Veilchen. Suttner mit der perfekten Vorarbeit für Ohio und der sorgt mit seinem ersten Derby-Treffer für den umjubelten Ausgleich. Die Grünen in dieser Szene nicht nah genug dran an den Gegenspielern. Der Querpass von Suttner kommt scharf und präzise. Ohio ist dann völlig frei, Gartler chancenlos. Und dem Rapid-Goalie kommt in einer heißen Schlussphase dann eine Schlüsselrolle zu. Die Austria will mehr, drückt vehement auf die Führung. Der eingewechselte Fitz versucht es mit einer akrobatischen Einlage. Gartler ist noch dran am Ball.
Die Veilchen, auch nach der folgenden Standardsituation. Noch einmal ganz nah dran an 2:1. Marvin Martins mit einem starken Kopfball an die Oberkante der Latte. Da wäre Gattler nicht reingekommen. In der Nachspielzeit Rapid dann noch einmal mit einer gefährlichen Umschaltsituation über Ljubicic und den eingewechselten Kitagawa. Der Japaner setzt sich da durch. Nach Abwehraktionen von Penz und Fitz kommt Aivu nicht zum Abschluss. Das war's. Das 336. große Wiener Derby hat am Ende keinen Sieger. Unglaublich. Austria und Rapid trennen sich zum 7. Mal in Serie mit einem 1:1 Unentschieden.